Wir gehen jetzt endlich zum Video, auf das ich schon seit 2 Tagen warte, und zwar Marius Dice Stacking. Ihr habt ja vielleicht gesehen, die erste Folge von diesem Battle gab es bei Tomary auf dem Kanal. Oder wie er selber immer falsch sagt, Tomary. Er denkt, er heißt so, aber er heißt eigentlich Tomary. Also bitte erinnert ihn auch daran, dass sein Name, dass er den immer falsch ausspricht, seinen eigenen Namen. Auf jeden Fall haben die jetzt die zweite Challenge gemacht. Die erste Challenge hat Marius gewonnen. Jetzt haben die zweite Challenge gemacht. Dice Stacking lernen in 1 Stunde. Ich kann kein Dice Stacking. Ich weiß nicht, wie schwer es ist. Aber 1 Stunde hört sich nicht genug an, um das zu lernen, finde ich. War Tomary, was ist angeschrien? Wir betteln uns erstmal in 7 Folgen, wer besser Skills lernen kann, wer krass. Ach nein, die erste Challenge hat Tomary gewonnen. Ich habe gerade gesagt, die erste Challenge hat Marius gewonnen. Nein, Marius hat das Ding nicht losgefahren. Die erste Challenge hat Tomary gewonnen. Es steht also 1-0 für Tomary, ja. Bessere Sachen bauen kann und so weiter und so fort. Quasi das, was wir sonst immer selber gelernt haben. Und jetzt machen wir das gegeneinander. Ich muss leider sagen, momentan steht 1-0 für Thomas. Wir wissen, wie das passiert ist. Wie gesagt, erste Link in der Beschreibung. Das heißt, heute habe ich die Chance, die Punkte aufzuholen, denn heute lernen wir gegeneinander. Dice Stacking. Dice Stacking ist der Skill, wo du einfach Würfel von einem Tisch mit einem Becher aufsammelst und wenn du den Becher hebst, sind die einfach wie einen Turm gestapelt. Das sieht einfach nur aus wie Magie. Und um einfach nochmal zu testen, wie lernfähig unser Gehirn eigentlich ist, wollen wir das Ganze in nur 1 Stunde lernen. Und derjenige, der das nach der Stunde besser kann, bekommt den Punkt. Wir haben jeder insgesamt 5 Würfel. Blink ist... Okay, ich bin gespannt. Es hat übrigens dieses Mal wieder hier den Channel unterstützt. Vielen, vielen Dank. Am Ende gibt es noch eine coole Buchempfehlung, falls ihr was zum Thema Lernen lernen wollt. Einfach 2 baugleiche Dice-Stacking-Sets. Yes. Ich glaube, man kann das auch mit normalen Würfelbecher machen, aber ich dachte, ich tue mal so, als wenn wir Profis wären. Okay, hier sind die Würfel. Wie soll das funktionieren? Dice-Stacking-Tutorial. I'll show you how to stack dice. Let's get started. Ja. Der Wachs ist wunderschön. Oh mein Gott! Ja. Was ist das denn jetzt passiert? Ich hab mein Gott, wurde geschossen. Hä? Ja, let's go. Fuck. Wie soll das? Also mich. Mann! Ich glaube, ich habe das fundamental Fehler drin. Versuch mal das hier. Ja, das ist die Grundbewegung. Das machst du jetzt hin und her. Weil, zeig mal nochmal, wie genau du das machst. Quasi schüttelst und dann wieder raus. Also den hinten und dann drüber wieder. Oh, also bei Tomary sieht es aber gar nicht gut aus, muss ich sagen. Also bei Tomary sieht es gar nicht gut aus. Bei Marius, ich glaube, das ist ein safer Punkt für Marius, glaube ich. Mann! Ja! Ich glaube, ich hab's raus. 2 Würfel haben wir auf jeden Fall schon mal drauf. Das Schwierige ist wirklich, dass die Würfel hier oben an der Decke kleben bleiben, damit die quasi so hier am Rand hochstapeln und die nicht einfach irgendwie rausfallen. Mal gucken, wie gut das Ganze mit 3 klappt. Probier jetzt mal mit 3. Oh! 3. Nein! Die stehen. Oha! Oh, okay, Tomary holt auf. Tomary holt auf. Ui, nicht schlecht, nicht schlecht. Was? Aber jetzt mal for real. Wie kann das Ganze überhaupt funktionieren, dass sich die Würfel in diesem Cup stapeln? Das Zauberwort ist hier Zentrifugalkraft oder Fliehkraft. Das ist dieselbe Kraft, die das Wasser hier im Eimer festhält, wenn ich den einfach mal hier so im Raum schwinge. Mit den Würfeln passiert also ganz genau gesehen Folgendes. Stellt euch vor, ich mache dasselbe. Mutig, dass er den Wassereimer so in seinem Technikraum hier umherschleudert. Hätte der da irgendwie den Eimer falsch kurz gestoppt oder festgehalten oder so? Klatscht das Wasser runter. Genau, ohne Becher, dann würde der Würfel ja quasi einfach nur in einer geraden Linie wegfliegen. Da aber der Becher da ist, fliegen sie quasi gegen den Becher und können nicht weiter, obwohl sie gerne in diese Richtung, wo der Pfeil hin zeigt, hinfliegen wollen würden. Also 4 ist nochmal anders viel schwieriger. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, wenn man mal den Dreh raus hat, dann funktioniert das auch immer gleich, ne, weil... Also bei ganz ehrlich, 2 und 3, jetzt so im Prinzip her, ist eigentlich das Gleiche. Ah, fuck. Alter! Boah, pass auf. Nein! Hast du gehört? Was hast du denn? Hast du gehört? Mann! Boah, das ist aber auch... Da muss man erstmal ein bisschen Geduld mitbringen, Alter. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man ein bisschen viel mehr Power da reingeht. Ja, ja. Oh, 4 Würfel, ui. Die übertreffen sich aber gegenseitig, Jawohl! Man, wie ist
ja auch dastehen. Einer noch, Thomas. Diese dastehen. Aber ich habe auf jeden Fall viel mehr Schwung gemacht gerade. Ja. Ich finde es so krass, was man als in so einer schnellen Zeit lernen kann, wenn man einfach nur ein bisschen neugierig ist und wirklich die Sachen durchzieht. Und ich muss zugeben, der Ganze macht auch irgendwie echt süchtig in dem Moment, wenn man so hochhebt, sieht, yo, es hat geklappt. Das ist schon geil. Ja. Oh! Stark. Auch 4. Dieser Einstieg, den letzten halt übel schnell. Geil. Das zu perfektionieren, das dauert ewig. Voll, dass du es auch jedes Mal schaffst. Jetzt Leute, um jetzt auf eine Party zu machen, wo halt jeder denkt, hey, what the fuck, bist du verrückt? Das kriegst du echt flott hin. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich habe keine Ahnung, wer das Rennen macht. Oh mein Gott, es ist spannend. Ich habe erst gedacht, Marius gewinnt das locker, weil er hatte noch richtig verbaute Würfel, wo er gar nichts gerafft hat. Da hatte er schon seine 2 aufeinander gestapelt. Da hat er aber direkt nachgezogen, muss man sagen. Stunde ist vorbei. Nee, wir kriegen ja beide. Hey, du hast nochmal hingekriegt. Ja, ich habe 4 bekommen. Also wir kriegen 4 hin, aber ich habe schon ewig keine mehr hingekriegt. Aber trotzdem, nach einer Stunde ist es so entstanden. Ich würde sagen, die Basics. Basics hat man drauf. So, dann müsstest du nur entscheiden, wer hat es in der Stunde besser gelernt. Wer als erstes 5 schafft. Genau, wer als erstes 5 schafft, falls ich 5 schaffe, hast du noch eine Chance. Jawohl. Und dann der es da nicht schafft. Ich hätte eher so gemacht, jeder hat 3 Versuche. Und wer von den 3 Versuchen am meisten stapelt, der hat gewonnen. Oder wenn beide 3 Versuche nicht stapeln, gibt es sowas wie ein Golden Goal. Der, der dann zuerst einmal die Würfel stapelt, hat gewonnen. Hätte ich eher gemacht. Weil jetzt machen die ja, bis jemand 5 schafft, kann ja auch eine Stunde länger dauern, theoretisch, ne? Könnte ja theoretisch sein, weißt du, was ich meine? Der Verlierer und dann richtig Punkt. Okay. Nee, halt's Maul. Was passt jetzt bloß auf, Digga? Nein! Boah, der ist mit Alkohol. Sieht besser aus für Marius. Ich bin echt nervös gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich echt ein bisschen. Du schaffst es jedes Mal. Wieso schafft er das jedes Mal? Ne? Oh. Nee, es sind 4. Aber er macht es echt gut. Also Marius ist auf jeden Fall. Marius auf jeden Fall sicherer. Bis jetzt. Er hat eigentlich in der Stunde besser gelernt, muss man sagen. Marius hat eigentlich in der Stunde besser gelernt, aber schauen wir mal. Oh Gott! Nein! Ich habe bisher noch keinen Versuch geschafft, weil alle Würfel drin geblieben sind. Er schafft jedes Mal. Okay, Gott sei Dank. Ah, damn, Alter. Wie kann man es denn dreimal hintereinander passt schaffen? Ich habe da miteinander noch nicht mal die Würfel eingekriegt. Jetzt schaffst du es wahrscheinlich ja verloren. Ich hoffe, es ist nicht auch wieder so weit wie bei dir. Nee. Ach, irgendwas. Aber er hat es wenigstens auch geschafft, stark. Boah, es bleibt spannend. 5 machen. 5 ist ja nochmal wirklich einiges schwieriger. Mann! Aber er lässt die Würfel immer echt leicht rausfliegen. Sag mir jetzt nicht. Das war ein Minecraft-Schimmel. Nein. Oh mein Gott. Tomary, der eigentlich viel unsicherer war und eigentlich das Ganze bis jetzt schlechter gemacht hat, hat zuerst 5 geschafft. Stark. Hätte ich gedacht. Stark. Vor allem, es ging innerhalb von 5 Versuchen. Also Tomary ist so ein Mensch, der braucht den Druck. Der braucht den Druck. Wenn er unter Druck steht, dann läuft bei ihm besser. Er braucht den Druck, Alter. GG. Das heißt, Tomary hat jetzt schon 2 Punkte und Marius 0. Ach du Scheiße, das sieht aber gar nicht gut aus für Marius. Oh mein Gott! Alter Thomas! Stark! Das war nur Dusel einfach. So weird. 2-0 für dich. Ich glaub's nicht. Ich muss ja jetzt richtig reinhassen in die nächsten Male. Oh fuck. Erstmal Leute, wenn ihr Bock auf die Serie habt, dann schreibt's in die Kommentare, ein Like und so, dann kommt die nächste Folge schneller. Ja, vielleicht habt ihr auch Ideen für nächste Folgen, genau. Was man generell noch so machen kann. Und obwohl Thomas gewonnen hat, will ich jetzt ein paar Tage später nochmal checken, mit 4 Würfeln, ob ich's immer noch kann.
irgendwie schon verrückt, wie schnell unser Gehirn neue Dinge lernen kann. Ich finde die Serie sehr, sehr geil. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wann kommt denn die nächste Folge? Sagt das noch? Wahrscheinlich Ende der Woche dann bei Tomary wieder auf dem Kanal. Ne? Samstag oder Sonntag. Samstag, glaube ich, bei Tomary. Und wie ihr gesehen habt, kann man in einer Stunde schon echt viel lernen. Und in der Stunde könntet ihr theoretisch 4 Bücher bei Blinkist lesen. Also schaut da gerne mal vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ehre. War ein sehr cooles Video. Und ja, checkt Marius aus und checkt auch Tomary aus. Ich finde die Serie sehr, sehr geil. Und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Sehr, sehr nice. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.